dieser Run entwickelt sich so langsam zu einer Kuriosität, nachdem wir in einer Folge über 20, 30 Minuten versucht haben, einen Gag, ich weiß nicht, was ist denn, Cheat, ein Ingame, was auch immer. Eigentlich ist es ein Geheimnis offiziell einfach ein Geheimnis im Spiel. Das einem 99 Säcke Reis und Gewürze zur Verfügung stellt, die man hätte gut gebrauchen können, wenn man das erste Mal diesen Marktkram benutzt, nicht gefunden haben. Dass wir so lange probiert haben, da ranzukommen. Dann haben wir es alles manuell gemacht. Ja, und jetzt eben gerade in der letzten Folge durch Zufall haben wir einen zweiten unsichtbaren Strudel gefunden, wo dann genau das passiert, was passieren sollte. Und jetzt haben wir 99 Säcke Reis und Gewürze. Das Problem ist jetzt die... Der Markt ist leer. Der Markt ist leer, was zum Tauschen jetzt erstmal blöd ist. Aber wir sind ja auch nicht primär für den Schleifstein hier, auch wenn es der sicherlich verdient hat, sondern eigentlich... Genau. Weil eigentlich suchen wir Hector. Und ich habe den Verdacht... Und die Steine. Dass hier wieder was los ist, jawohl. There we go. Sieht aus, als ob wir zu spät kommen, Rakete. Hätten wir uns mal nicht mit dem Reis und den Gewürzen. Ich werde die alte Welt mit all meiner Kraft führen. Denn ich besitze die Augen der heiligen Statue. Das sind tatsächlich einfach Augen. Ja, halt Diamantensachen. Der Typ scheint einen an der Waffe zu haben. Kommt, genau, ich wollte gerade sagen, genau wie Nero, als er Rom abfackelte. Auch mein erster Gedanke. Oh, schade, okay. Das sah aus wie Googly Eyes. Okay. Und los geht's. Holy, what? Das ist cool. Okay, ich habe mit vielen gerechnet, aber... Kein Lavasturm? Was passiert? What? 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 Moment. Das ist ein Boss. Was? Mach mal, zauber mal was auf ihm, damit wir seinen Namen sehen. Aegis. Kriegt erstmal jetzt hier eine Faust auf den Kopf. Und wir kriegen erstmal beide wieder den... Das ist mal ein Design, ey. So, jetzt würde mich direkt mal interessieren, ob das Schaden gemacht hat. Nee. Er beschwört ein Irrlicht. Da gehe ich einfach zur Seite. Oh, die krasse Taktik. Daneben. da gehe ich einfach zur Seite, würde ich sagen. Okay. Britzel, Britzel. Ja, Doggo, macht nicht so richtig Schaden gerade. Wir machen gerade gar keinen Schaden. Ach, wahrscheinlich nur, wenn hier Dings kommt. Okay. Aegis hat ein bisschen mehr Leben. Ja, Bienen. Das war Doggo. Wenn etwas Gutes gegen Statuen, dann Biene. Sieht aus. War das gerade 200 Jagen? Nee, ich glaube, es hat nur 2 gemacht. Und war das dann dein Wurf, oder was? Ja, das wird mein Wurf gewesen. Aber es ist voll gut, weil es halt den Gegner kurz einfriert. So, hier guck mal, er geht durch verschiedene Phasen durch. Holy shit! Das waren wir! Ja, das war dein alter Hund. Also wir haben nicht viel von ihm gesehen. Oh Gott. Da ist er nochmal. Okay, es ist... Du musst echt gut gelevelt sein, Mats. Ich finde das sehr gut. So, aber jetzt kommt er gerade wieder. Dann möchte ich aber... Warte mal, wie machen wir es jetzt? Ich möchte schon Turboantrieb, da warte ich aber jetzt mal ab. Gucken wir mal, was das macht. 16. Also Magie bringt nicht so viel, ne? Nee, aber guck mal, allein so, normaler jetzt ist Schlag. Er wieder im Sonnenmodus, kommt jetzt wieder das Irrlicht. Oder? Ich glaube, wir brauchen es nicht immer. Oh, Doggo hat gerade Schaden gemacht. Ja. Ich meine, bei einem stationären Ziel könntest du dem Hund fast sagen, er kann sich 2-mal aufladen. Macht er das sowieso nicht? Nee, so, er lädt sich nur einmal. Nee, aber ich finde das gerade. Das ja mal eingestellt. Stimmt eigentlich, ich finde das aber hier gerade ganz gut, dass er die kleinen so ein bisschen. Ich dachte nur, weil es jetzt halt sonst immer was damit zu tun hatte, dass stimmt eigentlich. Er daneben haut und hier. Ja, gut, ich glaube, hier muss man nichts machen. 240. Nice. Ja, der wird jetzt wahrscheinlich richtig Schaden machen, aber. Kommen wir noch einen rein? Jawohl. Hatten wir die Phase schon mal? Nee, ne? Nee, das ist neu. Dann kommen jetzt wahrscheinlich die großen Viecher, würde ich sagen. Ja, oh leck nein, mich doch am Arsch. Die schlimmste Phase. Die schlimmste Nightmare Escape des Spiels. Oh Gott, kommen jetzt 2? Nee. Hat er nur einen davon? Ja. Ach nee, okay, da ist noch einer. Also der andere war noch nicht tot, aber ich ignoriere den jetzt gerade mal. 435. What the fuck? Alter. Turboantrieb lässt nach. Oh, beides mal daneben. 2 kommen. Ah, Lische. Oh, ja, die macht jetzt Doggo gleich. Was habe ich gemacht? Das Falsche. Turboantrieb hast du jetzt gemacht? Nee, ich habe nicht Turboantrieb gemacht. Ich habe mich geheilt. Was? Naja, ist jetzt auch nicht komplett verkehrt. Nee, aber ich hatte, glaube ich, kaum Schaden. Willst du eigentlich Arnolden? Nee, ich glaube, das ist jetzt gerade...
Weil wir sind ja dann auch... Also ich weiß nicht, ob man hier nach noch sich ganz normal Sachen kaufen kann. Ah, warte mal, jetzt wird's gerade ein bisschen viel. Das war auch Quatsch. Hast du nur eingetroffen, ja? Ja. Yes! Das ist halt doppelt gut, weil es sie auch immer so stunt. Ja. So, jetzt ist er gerade wieder... Hä? Wie kann man da daneben schießen? Wirklich? Schon wieder? Hat er irgendwas gemacht? Nee. Das ist einfach nur eine Statue. Ist der andere eigentlich durch? Das macht er nice. Nicht. Nice! Er weiß ganz genau, dass ja, das ja, die ja, die das schlimmen sind. Komm schon, Doggo. Ah, sehr gut. Eigentlich könnte ich auch gleich... Perfekt. Nice, nice, nice. Oh! Oh. Komm schon. Richtig reinhauen, Mats. Torantrieb lässt nach. Ein noch. Nice. Okay, Mondphase wieder. War das, wo er den Hund beschworen hat? Ich glaube. Ich bin gerade sehr zufrieden mit Turboantrieb. Ja. Ja. Finde ich lustig, dass er aber den alten Hund beschwört. Oh, zwei. Einer. Ja. Sehr gut. Dieser Hund hat sogar einen extra Gegnereintrag, was ich ganz lustig finde. Komm schon, Doggo. Doggo, Doggo, Doggo. Jawohl. Okay, jetzt kommen wir die Irrlichter. Okay, die sind mir am liebsten. Doggo geht auch, aber Irrlichter sind auch gut. Okay, also er scheint ein bisschen XP zu haben. Du meinst KP. KP. XP wahrscheinlich auch, weil er ist ja alt. Ja, ich hoffe, dass er dir gut XP gibt. Nur ein Irrlicht. Aber ich mag das Design irgendwie sehr gern. Ich finde das sehr eigen. Komm schon. Ja, das ist auf jeden Fall was Besonderes. 3800 HP hat er gehabt. Ja, das ist ein bisschen was gewesen. Gar kein Problem, Mats. Nee, wirklich nicht. Voll gut. Voll gut. Ich sehe dich schon in den Foreneinträgen danach. Secret ist viel zu einfach. Ja. Ja, das Millenniums-Puzzle. Jetzt können wir Yami Thomas werden. Boah, das war heftig. Wie in... Zeit für ein Duell. Was passiert denn hier? Das bist wieder du. Gute Arbeit, Thomas. Du hast uns von dem Tyrann befreit. Das war mein böses Ich. Ah, es ist eine Art Roboter, vermute ich. Es gibt ja auch immer noch die von... Ja, von Feuerauge. Ja. Ich bin froh, dass wir helfen konnten, Hector. Ich hätte jetzt sagen müssen, ach, das war's gar nicht, du. Wer? Weil er hat ja nie so richtig gesagt, dass es... Haben wir uns schon getroffen? Ja. Das Energiezentrum der Statue kann jeden Moment in die Luft gehen. Das ist ja blöd. Wir sollten das schnellstens beseitigen. Ich dachte, er geht jetzt. Erwin! Ja, Erwin! Komm schon, schnell, du musst uns helfen. Ach, oh, er schmeißt das jetzt weg. Ich bin Erwin, der Barbar. Ich wurde gerufen. Wäre schön, wenn er jetzt so einen Seidenschal hätte. Das ist doch richtig gut gewesen. Naja. Schaffst du es, dieses Teil aus der Stadt zu bringen, bevor es Bumm macht? Hast du meine Frage verstanden, Erwin? Ich bin Erwin, der Papa, Baba, ich bin sehr stark. Ich bin stark, ich bin Erwin. Ich weiß jetzt. Du ja, geht schon rein. Zu dem Vektor. Das könnte ich mir tatsächlich in diesem Oh. Schön. Sehr gut, wie das auch einfach so in der Straight-Linie. Das hat gut getan. Da war die Nachbarstadt Shelbyville in die Luft gejagt. Ja, gut. Das war das Wochenende. Da. Ja, das war ein Wurf. Ich schätze, er wurde mit Doppelherz gefüttert. Ja, das kennt ihr noch Doppelherz? Das ist sehr speziell. Typen, die so stark sind, haben meistens ein Vakuum in der Birne. Wow. Oh, wow. Also, weil, wenn ihr Bodybuilder seid und das hier guckt... Fühlt euch davon nicht beleidigt. Wirklich nicht. Wir glauben an euch. Oder tut's doch und schreibt einen Beschwerdebrief an Square Enix. Mm. Oh, die Freunde. Oder direkt an Claude, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das im Original war. Weißt du, wie Rakete und ich wieder nach Hause kommen? Ihr wollt zurück nach Groß-Ostheim in dieses Kaff. Das arme Groß-Ostheim. Ja. Das wird wohl nix. Dieses Kaff. Leute, blöd. Hector, es gibt Neuigkeiten aus dem Camp. Es ist alles in die Luft geflogen. Oh, hallo Moronius, was geht ab? Was geht ab?
die Explosion hat sich nördlich vom Camp ereignet und den Eingang eines Tunnels freigelegt. Ach, das wäre gut gewesen. Dieser Tunnel scheint in unerforschte Gebiete von Evermore zu führen. Ja, ja. Hm, ein Tunnel, das klingt interessant. Danke für die Neuigkeit, Moronius. Ich bin den ganzen Weg durch die Wüste gelatscht. Ja, um euch das zu sagen. Das könnte die Antwort auf deine Frage sein, Thomas. Das könnte der Weg nach Groß-Ostheim sein. Der random Tunnel, der jetzt geöffnet wurde. Der will einfach nur, also ich glaube... Geh mal weg. Geh mal weg, Kind. Das ist ein Versuch wert. Let's go! Das ergibt Sinn. Bevor du gehst, nimm das hier an dich. Nimm dieses Lebens... Ich bin so erleichtert, dass das nichts ist, was wir uns jetzt irgendwie ertauscht haben. Nimm dieses Lebenszepter, es erhöht deine Fähigkeit, dich zu verteidigen. Lebenszepter. Cool. Sowas finde ich geil. Also so einfach mal auch belohnt zu werden. Cool, Hector. Lass uns gehen, Rakete. Yeah. Let's go. Ich hab da so ein bisschen Ego-Rap da in meinem Ohr. Wow, let's go. Da sind die Händler wieder da, Tom. Aber das ist doch cool, dass man hier einfach herkommt und es gibt einen Boss. Ja, und zwar auch echt ein, also ich fand den jetzt nicht so unspektakulär, würde ich sagen. Er war schon spektakulär inszeniert, der Kampf selber war nicht so spektakulär, aber es hat Spaß gemacht. Also ich finde, es war ein besserer Boss als das Viech davor. Ja, das stimmt. Weil dafür, dass dieses Ding hier so cool aussieht, macht es nicht so viel. Weil du kämpfst ja vor allem nur gegen das dumme Amulett da unten. Und dass die Statuen, dass man die ausblasen kann, bringt dir halt auch nicht so viel, weil die dann nach 30 Sekunden offensichtlich... Lebenszepter. Ja, okay, erhöht einfach Verteidigung. Cool, finde ich gut. Okay, die Frage ist, wollen wir jetzt noch dieses Ding haben? Naja, komm, wenn wir jetzt 99 Reis und 99 Gewürze haben, können wir uns so erstmal 10.000 Karonsteine holen. War ich hier schon mal? Ja, doch, oder? Hier für dich! Hühnerfutter! Schmeckt wunderbar! Ja doch, hier haben sind gar wir. Nichts bekommen. Ach, hier konnten wir in den Palast, aber der Palast ist verschlossen, okay. Also was wollten wir? Schleifstein hieß der so? Schleifstein, genau. Für den Schleifstein, Mats. Ja. Schleifstab heißt es übrigens. Ach so, okay, auch gut. Brauchen wir einen Sonnenstein, eine Schakalfigur und 10 Gewürzfässer. Ja, Gewürzfässer ist ja erstmal egal. Ist durch. Für die Schakalfigur. Die war doch da rechts, oder? In diesem, muss man wieder durch die Tür, war das nicht so? Lass mich gucken, es dauert immer ein bisschen, bis man das Herz. Braucht man 5 Gewürzfässer und 2 Hühner. Für Hühner braucht man ein Gewürzfass und 2 Reissäcke. Okay. Also dann hol dir erstmal 2 Hühner. Ich guck schon mal, was man dann für den Sonnenstein benötigt. Es kann auch wieder sein, dass das ist Sonnenstein oder Schakalfigur. Ja, es wäre ärgerlich, wenn wir da stehen und dann sagt sie doch beides. Dann wir haben noch nie beides. Lass erstmal nur die Schakalfigur holen. So, 2 Hühner, ne? 2 Hühner. Und wenn du die hast, gehst du zu dem hier. Die 7? Der müsste... Genau. Ja, noch weiter oben, genau. Ist der hier? Nee. Jetzt neben dem Karren. Das ist, glaube ich, noch eins. Ja. Da ist der Karren. Okay. So, bei ihm müsstest du dir die Schakalfigur holen können. Oder 2 Hühner, okay. Hätten wir auch tatsächlich... Ich nehme aber jetzt Gewürze, weil ich möchte jetzt 2 Hühner gerne dabei haben. Die gehen jetzt mit auf Reisen. So, okay, Schakalfigur. Dann lass mal direkt beim Schleifstab checken, dass man nicht irgendwie beides braucht. Würde ich zumindest. Oh, hier können wir uns nochmal so ein Amulett. Ja, genau. Für 30. So, okay. Kannst du auch mehrere holen. Ja, es sind damit 30. Du auch wieder herkommst. Stimmt. Einmal hin und zurück immer. Okay. Also Schleifstab ist 29. Ganz kurz, meinst du, wir können dieses Geheimnis mit den 99 Säcken immer wieder mal machen? Ich meine, ist es zeitlich jetzt nicht wirklich... Oh, das weiß ich gar nicht, ob das wiederholbar ist. Unten rechts ist der Schleifstab. Gott. Ich weiß jetzt halt nicht, ob man den Sonnenstein auch noch braucht, aber wir gucken erstmal, bevor wir uns den jetzt auch noch ertauschen. Was hat der gemacht? Haben wir den schon? Den haben wir ja schon. Ich wollte gerade sagen. So, ganz unten. Aber dann würden wir ihn uns ja nochmal ertauschen, weil wir wollen ja den Feuerfetisch des Sonnensteins haben. Nein. Der Feuerfetisch. Wir wollen keinen Feuerfetisch. Mein wertvollstes Stück habe ich schon verkauft. Okay. What? Wo ist er denn? Das wäre er gewesen. Hat er gesagt, sein wertvollstes Stück hat er schon vertauscht? Ja. Okay, dann kann man sich den gar nicht nochmal holen. Weil wir mussten den Schleifstab schon mal für was anderes eintauschen. Oh. Für Armor Ultra. Ah. Das hat sich, also okay. Also wir können den gar nicht parallel haben. Das ist ja lustig. Na gut. Okay, wieder was gelernt. Ja. Yep. Mehr gibt's ja nicht. Also Sonnenstein habe ich schon. Moxastor, der hat auch wirklich nur einen. Das ist genauso. Also das sind dann so einmalige Items. Also wir müssen jetzt außerdem zum Camp zurück. Dafür ein Blecheimer. Ja, komm. Holst du jetzt den dummen Blecheimer? Ja, Mann. Ja. Hast du ihn doch noch, Mats. Geil. Ja, da ist er.
Der ist, also ich bitte dich. Ist doch kein Blecheimer. Jetzt haben wir es ja. Ich glaube, er hat auch das verwechselt. Das ist eigentlich gar kein Blecheimer. Er hat es so andersrum benutzt. Ich mache Inventur. Das finde ich aber ganz lustig, dass das hier so... Hier gibt's ja, na gut. Okay, dann haben wir aber eigentlich alles. Du musst jetzt hier nicht mehr rum. Sehr schön. Okay, das heißt, jetzt passiert was? Erstmal speichern. Speicher erstmal. Du kannst speichern. Willst du dir nochmal das Arnold-Ding holen? Richtig. Das ist eigentlich eine gute Idee, weil da haben wir jetzt nur einen von. Genau. Dann mache ich das jetzt erstmal und dann speichern wir. Genau. Und dann gehen wir zum Camp von Hector, weil da hat Moronius gesagt, ein Tunnel frei geworden, mit nach Dings gehen muss. Genau, der bestimmt nach Großostheim führt. So, an die Termin 150. Mal gucken, ob es immer 50 mehr werden. Ja, doch, bestimmt. Jetzt sind es auch 200. Ja, tatsächlich. Ja, aber frag mich, wie weit er das treibt. Naja. Hier, für 3500 kriegst du einen Anitamin. Jetzt ist er weg. What? Kommt nicht mehr. Kann man sich nur 4 oder 5 holen, oder das was? Das wäre auch wieder interessant. Oh, dann gibt es die aber hoffentlich nochmal irgendwo anders. Naja, vielleicht ist das aber so ein Zauber, der so... Ja, tatsächlich. Ha. Das ist ja witzig. Ha. Ha, in der Tat. Nee, speichern wir... Ja, ich weiß. Ich will nur mal gucken, aber hier war... Ob er sich hier versteckt? Naja, also... aber der kommt einmal rein. Der kommt bestimmt nochmal wieder irgendwo anders. Oder es gibt irgendwo anders nochmal sicher bin ich mir da nicht, aber mal gucken. Witzig. Sagen die Traum was? Nee. Also die zwitschern ja die ganze Zeit hier. Na gut, dann speichern wir. Hier war auch weiter nichts, ne? Ist auch nichts dazugekommen. Was sagt die Statue? Da ist jetzt einfach nur ein Loch. Stimmt, da konnten wir... Erst bewachte ich diese Statue, nun bewache ich dieses Loch. Komisch. Hat sich gelohnt. War hier nicht eine Brücke vorhin? Ja, aber nur so eine kleine Holzbrücke, die sie jetzt conveniently wieder abgerissen haben. Hier hat der Hund vorher, als hier die Statue noch stand, auch viel geschnüffelt. Der hat eine Wurst in der Hose. Also. Nein. Bitte was? Eine Hundewurst. Herrgott noch, ich bitte euch. Das ist das Internet, Mats. Ja, ich weiß auch nicht, was da los war. Das Internet immer. Ich finde, das Internet sollte man am Wochenende abschalten. Da bin ich auch dafür. Ich glaube, dann ist zwar Pandemonium, aber... Ja, aber das wirst du nicht mitkriegen, weil das Internet aus ist. Nee, ich meine auch so servicetechnisch. Ja, aber wäre das nicht total angenehm, einfach auch zum Strom sparen, wie früher einfach mal so autofreier Sonntag. Oh Gott. Einfach mal, muss ja nicht jedes sein, können wir jedes zweite machen. Und dann einfach mal Internet aus. So für Notfälle, ja klar, ist schon in Ordnung, aber ich finde, für alle Servicebelangen sollte es schon noch anbleiben, weil ich glaube, sonst richtest du wirklich einfach Chaos an. Naja, aber dann müssen die Leute halt mal wieder telefonieren. Zum Pizza bestellen oder so. Weißt du, wie unangenehm das früher war, wo du anrufen musstest und dann haben die, hast du gesagt, die 29, die 73? Nein, die 29. 15? 29, die haben wir nicht. Und dann musstest du auflegen, weil du dich sowieso vorher schon verwählt hattest. So, warte mal. Also es scheint auf jeden Fall nochmal... Ja, aber das machen wir jetzt nicht. Nein, ich weiß. Aber es also ist da. Ist wie da. Wir das, wie ich das einfach um... Also selbst wenn ich hier lang gelaufen wäre... Eigentlich sehr beeindruckend, wie wir da konstant drum... Weil da bist du reingesungen. Drumherum gelatscht sind. Na gut. Absurd. Weil dann hier nee, kommt. Mach jetzt aber mal die Fahrt. Ach so, stimmt, wir wollen die Fahrt machen. Dann sehen wir die nämlich auch mal. Hallo. So. Ey, Weichei, soll ich dich mitnehmen? Das wäre nett. Besitzt du das Amulett des Charon? Na klar. Steig ein, Heimsabacke. Ich habe mir eine blöde Stimme ausgesucht für das Skelett, weil er jetzt viel erzählt. Deswegen redet er jetzt. Ich habe dich schon einmal befördert. Ja, schade. Also schenke mir das... Achso. So viel dazu, Mats. Also schenke ich mir das Gelaber. Das ist sehr gut. Wir haben es ja einmal gemacht in einer Folge oder ich habe es einmal gemacht offscreen, weil ich den Speicherpunkt nicht gefunden habe in der Stadt, diesen relativ sehr offensichtlichen. Und dann bin ich deswegen durch die Wüste zurück mit ihm. Und dann hat er mir das alles erzählt. Und ich habe es mir auch nicht so richtig alles durchgelesen, weil ich dachte, ja, das machen wir dann bestimmt on camera nochmal. Naja. Aber so sieht's aus. Also so sieht das aus, wenn man... Stellt euch einfach vor, der würde euch jetzt voll labern. Ja, zum Beispiel Lieblingseise. Mir fehlen hier tatsächlich ein bisschen die Effekte von Sand, der weggedrückt wird. So, jetzt aber raus hier. Jetzt aber raus hier. Okay. Warte mal, ich würde gerade noch mal eine Sache interessieren, wenn wir jetzt eh ganz kurz hier sind. Ich würde mal ganz kurz gucken wollen, ob hier
wenn man jetzt nach links oder rechts geht, ob da irgendwo so ein Strudel ist. Also der Strudel wäre links vom, links oben vom Dings, von der Oase. Ach, da soll ein Strudel sein? Okay, weil hier geht's einfach auch nur... Ja, hier müsste es... Hier ist es egal, ne, weil kommt man immer... Okay, links oben von der Oase. Ja, also du gehst quasi einmal zur Oase. Mhm. Das wird... Aber das werden wir jetzt nicht random finden. Also hier links oben, irgendwo links jetzt ist so ein... Ist irgendwas, wo man so glitschen kann. Ah, okay, aber das ist jetzt kein... So, ich dachte, das ist so eine richtig offizielle... Nee, ich weiß nicht. Also vielleicht ist das genauso offiziell wie das andere Ding. Also ja, auf jeden Fall hier irgendwo so ein... Okay, na dann ist so egal. ...ein Weg gewesen. Ich dachte, dass da... Oh, guck mal, diese halbe Düne. Oh ja. Ist halb. Naja. Gut, Wüste, das soll es erstmal gewesen sein. Es war aber schön. Wir haben sehr viel rausgeholt aus dem Gebiet, muss ich sagen. Oh ja, das stimmt. Finde ich sehr schön. Dann können wir jetzt nach Groß-Ostheim zurück durch den Tunnel. Ja, der Groß-Ostheim-Tunnel. Der berühmte. Ich mag auch, also jetzt nicht nur speziell bei diesem Spiel, aber so ganz grundsätzlich, dass man einfach als starker Dude zurückkommt. Und ja, dann ja, die so fast one-hitted. Also sind wir noch ein Stück weit von weg. Oh. Hat er dich einfach mal... Aber der macht noch gut Schaden. 33? 33 ist... Ah, vielleicht war es gerade ein Crit-Treffer. Kann ich mir vorstellen. Ja. Nee, ein Crit wird eigentlich größer dargestellt. Ach, stimmt. War so, das ein Crit? Da bin ich mir nicht so sicher. Patsch. Weil eigentlich werden ja alle unsere aufgeladenen oder ein bisschen härteren Treffer ja, so dargestellt. Deswegen vielleicht ist das mit dem Crit auch Quatsch. So, dann besuchen wir jetzt einmal Hector. Richtig. Und hoffen mal, dass... Groß-Ostern, das hat er mal die Brücke repariert, ne? Relativ schnell das Ding findet. Es ist aber einfach, die Herleitung dieser Ereignisse ist super. Dass man macht diese Statue. Also was war auch der ja, Plan von dem bösen Hector jetzt gewesen? Einfach nur Zerstörung? Ich glaube, wir waren schon irgendwie auch Ziel dieser... Naja, eigentlich ja nicht, ne? Eigentlich ja die Stadt. Und das war sein Anti... War das jetzt eigentlich dann der, den wir gesehen hatten in der Zwischensequenz? Nee, das war nochmal was anderes. Und der Hector, unser Hector hat ja gesagt, dass der so eine Art Roboter war. Der ja, aber das ist, glaube ich, Quatsch. Ich glaube, das hat er einfach nicht verstanden. Ja. Also wäre jetzt mein Verdacht. Aber ich weiß halt nicht, inwieweit der jetzt zusammenhängt mit dem Typen, der mit dem Gesicht geredet hat. Oh ja. Der ja eigentlich auch diese Diamanten wollte für die Statue. In der Tat. Also was hat dem das jetzt gebracht? Seit wann sind hier Moskitos? Stimmt. Weird. Fast. Naja, vielleicht hat das irgendwas bewirkt mit dem ja, der Zerstörung. Schön, schön. Oh, okay, das Wasser ist weg. Ich verstehe. Ich verstehe das Prinzip ja, von Wasser weg. Wir haben ja gerade erst noch den Tunnel gesehen. Unter Wasser. Das heißt, jetzt müssen wir nur gucken, wie wir da runterkommen. War das dann der Tunnel? Nee, der Tunnel ist wahrscheinlich nördlich von hier. Ach so, hat er ja gesagt, nördlich vom Camp. Genau, irgendwie nördlich vom Camp. Das heißt, wir müssen jetzt einfach nur erstmal den Weg runterfinden, nicht wahr? Genau, aber da gucken wir uns einfach nochmal um. Wir sind ja auch einmal so komplett rumgelaufen. Ja, ach, du meinst, dass da der Eingang jetzt ist? Das weiß ich jetzt einfach nicht, aber okay, na, wir gucken schau mal, einfach mal. Also hier geht's nicht runter, auch wenn es so aussieht, und da ist nix. Was ist, wenn du jetzt hier oben rumgehst? Nach links? Ach, dass man hier nicht durchkommt, ist auch hart. Ja, ist albern. Das sind harte Wände hinten dran ja, bei den Zellen. Da komme ich nicht lang. Oh, okay. Aber mein Verdacht wäre jetzt irgendwie gewesen, dass man hier... Da ist die Brücke. Und da geht's nicht lang. Aber er hat ja nur gesagt, nördlich vom Camp. Und dann ist wahrscheinlich der Gag, dass man hier sieht, aha, es ist leer. Der Fluss ist alle. Der Fluss ist alle. Und hier ist auch nichts mehr. Okay, ne, dann müssen wir wahrscheinlich nochmal wieder zur... Nach Süden irgendwie, wa? Ja, da rum, wo du schon mal rum bist. Irgendwo muss es ja hier lang. Hier kannst du genau hier links unten mal gucken. Da ist auch nichts. Ne, hier war mal... Okay, das ist ja lustig. Dann muss man tatsächlich einfach nach Süden jetzt. Das wäre jetzt mein Verdacht. Ja, dann gehen wir einmal rum. Würde ich jetzt auch sagen. Das finde ich auch gut, dass hier einfach diese Statue so steht. Hier war nichts. Hier war nichts. Ne, ja, hier kommst du okay, zurück. Ja, dann müssen wir nach unten und dann gucken, was ist. Ach so, kam man da gar nicht von der anderen Map hin? Nee, ich glaube nicht. Also, ach, warte mal. Ah, nein, wir wissen ja, wo es ist. Ich war gerade bei die Brücke. Du erinnerst dich? Wir haben den Dings nicht mehr. Den Zauber. Ach so, ja, aber da kommen wir auch so rüber. 259 bei Moskito, ey.
Weil, und hier kommst du jetzt nicht einfach nur zur Pyramide? Ist das nicht... Naja, aber der... Ja. Oh, nice. Weil da ist nee, jetzt... Stimmt, hier war das Ding. Ja, okay, jetzt sind wir ja... Ah, hier sind wir schon, da sind wir schon. Ach, das da oben. Achso. Okay, dann muss es ja von hier irgendwo... Genau, dann kommen wir durch den Tunnel überhaupt genau. erst. Genau. Ja, okay, verstehe. Aber jetzt frage ich mich, ob hier vielleicht nicht auch noch was versteckt ist. Nur umgucken kann man sich ja mal. Oder im Geheimgang. Blödsinn. Oder wieder irgendein Strudel. Noch mehr Gewürze. Das ist so absurd. Wenn das einmal drin ist und dann noch doppelt im Spiel, denke ich jetzt die ganze Zeit, ha. Oh, Nektar. Die Pyramide schwebt jetzt hier so ein bisschen. Ja, die hat vorher über dem... So über die Kante gebaut. Weggeschwebt. Habe ich genug Nektar, Tom? Nee, ich habe Blatt. Oh, warum findet man jetzt wieder so viele Blätter? Oh, ganz kurz, ne? Ganz kurz ja, dachte ja. ich... Ich habe was gefunden. Ach, doch nicht. Ach, hier komm das ich schon Leben oben, eines ich. Archäologen. Ich habe was gefunden. Ach, doch nicht. Ja, genau. Ja. Ich habe... Ah, doch nicht. Ja, nee. Ich glaube, ich bin hier schon komplett richtig. Wenn ich das so sehe. Aber da war der Tunnel. Den würde ich jetzt schon ganz gerne. Willst du nicht erstmal gucken, wo das hier hinführt? Naja, nach Norden. Er hat ja gesagt, im Norden ist die... Ich glaube, du kommst jetzt einfach auf der anderen Seite wieder. Ach so, meinst du? Oh, das wäre natürlich interessant... Ne, hier komme ich gar nicht durch. Dann gibt's da diese Höhle, weil die wir jetzt schon nochmal sehen. Weil die haben ja gesagt, nördlich vom Camp und hier geht's nach Norden, dann geht's dann da weiter, würde ich sagen. Dann weil ich glaube nicht, dass das hier der Tunnel ist. Gucken, oder? Ja, halt sicher. Nee, ich dachte jetzt einmal fix hochgucken. Nee, weil wenn es dann da direkt weitergeht, dann kommen wir vielleicht nicht mehr zurück, Tom. Wir können keine Items das liegen weiß lassen. Ich nicht. Das ist eine ja, ganz. Ja, das machen wir nie. Items liegen lassen geht gar das nicht. Geht da würden wir eher das Spiel neu starten. Absolut, Tom. Absolut. Und genau aus diesem Grund gucken wir uns das erst nochmal an. Ho, 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 holy shit, was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Geh mal weg. Was seid ihr denn? Die müssten so Java-Geräusche machen. Ja, oder schreien die ganze Zeit. Ah! Ja, ich mach gleich Arnie, ihr wollt das nicht. Das wäre eine super Reaktion gewesen. Apropos, mich würde mal interessieren, weil wir haben ja 10 Zauberperlen. Was gab's bei ihm? Das würde ich jetzt nicht Zeitsprung, random hier machen. Konfusion, Erste Hilfe. Die scheint haben eher so Support-Zauber zu sein. Ja, die ignorieren wir ganz schön, ja. Weil man halt auch nur so eine begrenzte Zahl hat an Zauberperlen. Und weil wir Bossgegner so gut platt machen. Ja, das ist ein bisschen... Guck mal, hat sich schon gelohnt, weil 70 Juwelen. Hä? Was ist das? What? Geht das hier offiziell weiter? Was? Was? Wieso? Wo, hä? Was? Tja, da sind wir jetzt wohl... Was ist das? Irgendwie wieder in der Pyramide drin. Aber warum? Nur mit den kleinen... Hä? Grünen Goblins hier. Ist das optional oder ist das... Ich glaube, das ist gerade optional, Mats. Gott sei Dank. Also ich bin... finde ich super, ehrlich gesagt. Aber ich bin mir nicht sicher. Naja, aber dann... Weil so gut ist meine Erinnerung hier dran nicht mehr. Das kann nicht einfach so... Oh, verdammt. Das kann doch nicht einfach so... Die heißen übrigens Oglin. Oglin? Oglin. Keine Goblin, sondern Oglin? Finstere Kreatur aus den Tiefen der Erde. Aber voll. Nee, das muss ja, das ist ja optional. Das wird jetzt überhaupt nicht hingeführt zu irgendwas. Ja. Oh, vielleicht finden wir ja gerade noch die Items, Tom. Hä? Das wäre lustig. Nee, also ich glaube, das hier ist wirklich optional. Das ist ein optionales... Die Frage ist, ob wir das... Obwohl, wir haben noch naja, nicht mehr so viel Zeit. Ich weiß ja nicht, was jetzt noch kommt. Wie viel? Das sieht ja aus, als wäre das einfach nochmal so ein richtiges... Nochmal ein Dungeon. Ja, so ein bisschen schon. Mit mehreren Teleport-Punkten. Und so. Wow. Die sind genauso drauf wie ihre Kollegen. Ja. Eigentlich schon. Das ist genau der gleiche Gegnertyp. Vom Unfug. Verhalten. Unfug. Ja, aber dann gucken wir doch nochmal kurz, oder? Ey, also das, ich finde das so super, dass man halt in so eine Höhle reinguckt und plötzlich sind da alles voller Unks, Dings. Oglins. Oglins. Und dann kommt ein Teleporter. Sind wir hergekommen? Nee. Und dann ist hier plötzlich einfach so nochmal, das. Also, bin ich gerade ein bisschen... Wusstest du das? Also, mir ist wieder eingefallen, was auch die Platte macht und sowas. Ja. Also manchmal kommen da so Sachen, ich habe mich vorher nicht dran erinnert, aber so ja. Wie ich es gesehen habe, kannte ich es wieder. Zauberperle. Aber das ist ja, also das finde ich ja super. Das passiert mir in dem Spiel tatsächlich ziemlich häufig. Dass dann die Erinnerungen in dem Moment wieder da sind. Ja, es ist irgendwie,
dieses Bekannte, ah, okay, ja, stimmt, ja. Hier ist das. So, hier sind wir hergekommen. Das gräbt mein Hirn dann von vor 20 Jahren wieder aus. Drei Gänge, da geht's dahin. Ich frage mich nur gerade, ob es hier jetzt auch eine coole Belohnung gibt. Oder ja, es wird also ein paar Items geben. Vielleicht nochmal eine Zauberformel, keine Ahnung. Dieser Ort hier reicht Level 24. Wird, soweit ich weiß, im Spielberater einfach nicht erwähnt. Und das ist ja eine große Überraschung, Tom, weil bisher hat dieser Spielberater doch fast alle Dinge. Das steht hier wirklich nicht. Ja, vielleicht ist es optional, vielleicht war es auch zu gut versteckt, was ja Quatsch ist. Also, haben die eingebaut. Selber nicht gefunden. Ja. Das ist das bestversteckteste Ding ever. Weil eigentlich kommst du ja auch erst zu dem, wenn du einmal nach rechts gehst. Und dann erst zum. Ich guck mal, hier brauchen wir die Axt noch. Ja. Batsch. So. Meine Güte, da war ich aber eben gerade echt ein bisschen. Ja, war eine schöne Reaktion, Mats. Danke. 30. Auch noch nicht so mega viel, ne? Aber so riesig ist es dann doch nicht. Nee, hier kommt noch eine Ebene. Nee, ich glaube, die Teleporter lassen dich jetzt gleich nochmal ein bisschen hin und her springen und dann wird es das, glaube ich, schon gewesen sein. 17. Batsch, dankeschön. Also wir haben gerade schon ein Level mitgenommen, von daher. Jojo, also ich würde das ja auch alles mitnehmen. Wie kann man die denn also wirklich? Weißt du, er trifft über drei Ebenen irgendwelche Moskitos, ja. Aber wenn dann hier so ein 3-Meter-Dude durch die Gegend läuft. Oh, sind so schnell. Oh, in so einem Gang ist so ein Speer natürlich. Achso, wer ist da? Da geht's da noch weiter. Da ist ein Teleport. Die erinnern mich sehr an einen Gegnertyp aus Diablo. Huch. Oh. Oh ja. Kann ich das? Nee. Ah, das Game. Dynamit vielleicht? Weil wir haben ja Dynamit tatsächlich auch nochmal gefunden. Okay. Was, wir haben Dynamit gefunden? Naja, aber ich glaube, das ist als. Zutat? Ja. Eine gute Zutat für Bomben. Ja, wer weiß, wann man es mal braucht, ne? So, Dude. Dich nehmen wir auch noch mit. Ja. Und dann sollte doch eigentlich unsere Waffe auch mal demnächst ihr finales Level erreichen, wa? Sollte auf jeden Fall nicht mehr so auf mega lange dauern. Nektar. So, jetzt kommen wir erstmal. Diese Animation ist auch eigentlich viel mehr, als sie hätten machen müssen. Immerhin hier auch mit dem richtigen Geräusch. Hundekuchen nur. War's das? Ach, hier teleportiert man sich sogar nur einmal. Also müssen wir doch irgendwo einen Teleport verpasst haben, oder? Eigentlich schon, weil es gab jetzt ja noch einen Bereich. Genau, wir haben ja links noch mehrere Teleporterflächen zumindest gesehen. Genau, so hier war weiter nix. Es würde mich doch sehr wundern, wenn es das jetzt gewesen wäre. Hier ist auch eine Sackgasse. Ja gut, wir haben ja keine Karte. Aber so cool eigentlich, dass hier auch dann direkt mit dem Teleport so eine Mechanik dann dazu kommt. Guck mal, weil hier fehlt uns und da ist auch noch einer. Also haben wir irgendwas verpasst. Links haben wir irgendwas verpasst dann. Okay, dann gucken wir nochmal. Weil das nehmen wir jetzt noch mit. Weil das hier wird man ja dann wahrscheinlich nochmal irgendwas machen. Ich gehe erstmal nach oben. Teleportermäßig. Oben. Ja, hier ist alles voller Teleporter. So, und das hat uns einmal im Kreis, glaube ich, geführt, ne? Weil jetzt sind genau, wir hier. Genau, jetzt bist du wieder einmal im Kreis gelatscht. So. Das heißt, wir können ja hier nach unten mal gehen. Vielleicht warst du hier links nicht drin. Das kann sein. Aber doch, da hier ist ja das Ding geöffnet. Hier war ich. Das verstehe ich gerade nicht. Muss man hier irgendwas machen? Was mich gerade ein bisschen irritiert ist, dass hier. Dass die Gitter da fehlen? Ja. Das war auf der anderen Seite auch einmal so. Okay, aber nicht mit. Da ist auch ein. Aber da oben. Ach du, warte doch mal. Ja, ich laufe nicht weg, Mats. Nee, hier ist es nicht. Ich dachte, ob hier irgendwo eine Tür ist, die ich halt gerade nicht sehe, aber das ist tatsächlich von der anderen Seite. Da ist auch das Ding weg, aber ich glaube, das soll einem gar nichts sagen. Weil da kommen wir ja nur mit Teleporter. Gehen wir nochmal hier nach rechts bei dem Gang. Also hier geht's ja einmal nach rechts. Was war denn hier? Da kommen wir her. Ach, das ist einfach nur, wo das wir herkommen. Das ist tatsächlich alles. Okay, kannst du nochmal irgendwie. Bei den Schaltern kannst du nicht noch mehr machen, oder? Nee, also weil hier ist nur das. Da kommen wir halt nicht weiter. What? Und da ist das. Ja, haben wir jetzt so irgendwas übersehen haben? Eine Door oder ein Knopf oder irgendwas. Hier wäre auch meine Vermutung, aber so viel gibt es ja hier nicht zu übersehen. Ja, das Einzige, was wir noch haben, ist oben. Es gab hier den einen Teleporter, den wir benutzen konnten. So, hier und da waren wir. Genau. Das ist der Teleporter. Weil hier rechts war nur dieser. Das hier. Oh ja, das. Oh, ist es. Kommen wir hier von der anderen Seite quasi nochmal ran.
Okay. Aber warte mal, vielleicht ist das so ein, wir müssen den Gegner irgendwie erledigen, Ding oder so? Könnte das sein? Das kann ich mir kaum vorstellen. Vielleicht auch nicht. Das ist auch nicht. Ist das was für Doggo? Nein. Das sieht für mich so aus, als würde da etwas von der anderen Seite passieren. Ja. Und ich bin auch der Meinung, ich weiß was. Okay. Und ich bin der Meinung, es kommt noch. Da ist nämlich der Teleporter und der geht. Aber sieht. Nee, von der anderen. Entweder von der anderen Seite oder ich muss hier irgendwas benutzen, was ich einfach nicht habe. Aber magietechnisch geht hier auch weiter nichts, was ich jetzt noch hätte. Okay, ja, dann Pech gehabt. Aber das sieht ja eigentlich so aus, als wäre das so eine Stütze hier. Jetzt könnte man ja, die ja, irgendwie genau. kaputt machen. Ich probiere es nochmal mit der anderen Axt. Das ist ja eigenartig. Nee, hier steht auch echt nichts dazu. Es tut mir leid, ich kann ja, gerade nee, gar nicht... alles gut. Aber es ist ja auch Secrets auf Mana. Und Evermore. Nicht Easy Answers auf Mana. Richtig, Evermore. Ja, ja, das, irgendwie ist das in meinem Kopf alles. Okay, also dann... Nee, dann können wir hier gerade nichts machen. Das ist auch sehr lustig. Hm. Hier konnten wir jetzt nur mit dem einen Teleporter genau, das eine hat Item uns, rausholen. Genau, das war jetzt dann irgendwie ein Hundekuchen. Was okay war, nichts gegen Hundekuchen. Ja, und hat ein bisschen EP bekommen wieder, aber... Stimmt. Und einen kleinen Schockmoment. Ganz In der Tat, ja. Na gut. Okay, dann auf geh und mal, davon. Gehen wir noch einmal speichern, würde ich sagen. Ja, oder? Ja, voll leider auch schon wieder. Hier sind sie wieder, ey. Na, wie lustig, meine. Weil wir müssen jetzt unsere Aufnahmesession beenden. Richtig, 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 richtig. Leider Gottes. Aber man kann das Spiel eigentlich den ganzen Tag spielen. In der Tat. Okay, aber wir wissen jetzt, wie es weitergeht. Genau. Yay! Eigentlich springen sie genau auf die Brücke. Beste aber Abkürzung. Ist, ja, ne, sie landen da genau in der Mitte. Und fallen auch so ganz langsam. Das ist so eigenartig animiert. Gab es noch irgendwo sonst eine... Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob es in der Stadt, da gab es eigentlich nichts mehr. Ne? Da warst du oben und da waren dann noch irgendwie zwei Räume. Ja, es gab noch da, wo die beiden Wachen gesagt haben, hier kommst du nicht durch, wo das Tor irgendwie zu war. Aber ich glaube, das ist auch für später. Nee, und war das nicht einfach die Arena? Achso, ja, das kann sein, das wo weiß wir ich drin nicht. Waren. Ich glaube, da gab es übrigens auch einen Geheimgang in dieser kurzen Szene, in der man da drin gefangen ist. Ach echt? Okay. Ja, ich glaube, den haben wir auch verpasst. Naja, Kleinkram. Trotzdem, cool. Ja, also beim nächsten Mal gehen wir dann das Flussbett einmal wirklich nach oben. Ja. Und dann ins, ja, wo auch immer es hinführt. Fast wäre es hier rausgerutscht. Groß-Ostheim. Das ist... Nee, ich wollte ins nächste Gebiet sagen, aber... das ist groß, das wäre so lustig, einfach groß aus am Laffe. Sehr schön, es macht mir sehr viel Spaß. Ja, mir auch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.